Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Vlog. Wie ihr seht, seht ihr nichts, denn Simone und Nadisa sind heute nicht am Start. Und warum erzähle ich euch jetzt denn? Okay, die Story, ich muss jetzt ein bisschen weiter ausholen. Ne? Auf jeden Fall gehe ich nämlich heute auf eine Sommerparty nach München. Und die ist ab 18, deswegen fallen Simone und Alisa weg. Und jetzt fragt ihr euch, hä, Sommerparty, warum nimmst du uns da mit, blablabla. Und zwar habe ich bei einem Gewinnspiel mitgemacht von der YouTuberin Nitastic. Also die hat man in anderen Vlogs von uns schon mal gesehen, als wir auf der Glow waren oder als wir bei dieser Tizenes-Store-Eröffnung waren in München da, wo wir auch Uncut getroffen haben. Auf jeden Fall hat die so ein Gewinnspiel gemacht auf Facebook und ich dachte mir so, ja Marie, magst du halt mal mit, ne? Weil hätte sie es auf Instagram gemacht, hätte ich mir gedacht, ach, da hat man eh keine Chance. Aber ich dachte mir so, Facebook ist mittlerweile so out geworden. Magst du halt mal mit, just for fun. Da haben, glaube ich, 60 Leute mitgemacht oder so. Und es wurden 9 Tickets verlost. Und dann dachte ich mir so, Marie, ja, magst du halt mal mit, ne? Dann wurde halt entschieden, wer mitgeht. Und dann habe ich halt gesehen, okay, ich bin nicht dabei. Dann dachte ich mir, schade, dass es nicht mal reicht, wenn nur so wenig Menschen mitmachen. Keine Ahnung, ne, auf jeden Fall. Dann dachte ich mir so, ja, okay, schreibe ich halt den Leuten, die das halt ausgelost haben, so eine per Facebook eine Nachricht. Ja, falls jemand spontan abspringt, dann würde ich, was weiß ich, auf die Party kommen oder spontan dabei sein. Ich dachte mir so, ach, da meldet sich doch eh kein Schwein, ne? Dann, einen Tag später, kriege ich die Nachricht, ja, es ist jemand abgesprungen, du bist dabei und ich, oh mein Gott, was? Das Blöde ist halt einfach, dass es ab 18 ist, deswegen können Simone und Alisa nicht mit. Deswegen dachte ich mir, nehme ich halt jemand anderen mit, weil allein zu gehen ist es auch irgendwie ein bisschen komisch. Deswegen habe ich jetzt eine Freundin gefragt, ob die mit will. Und ja, genau. Jetzt kommen wir eigentlich zu der Story, warum ich gerade jetzt hier im Auto sitze. Und zwar hole ich die gerade von der Arbeit ab, denn wir haben, oh Gott, 16.45 Uhr irgendwie so mit dem Dreh. Genau, ich hole sie jetzt ab. Das ist die Amelie, die stelle ich euch dann auch später vor. Genau. Wir gehen zusammen auf diese Sommerparty in München. Und ja, und zwar glaube ich, also hatten die Tastic, die YouTuberin, eine Kooperation mit Höffner, diesem Möbelgeschäft, Einrichtungshaus. Und da findet das dann auch statt, und zwar auf der Dachterrasse. Aber das zeigen wir euch dann ja alles später, wie, wo, was, wann. Und jetzt noch für die Leute, die es nicht juckt, weil ich meine, ich verstehe es ja auch ohne Simone und Alisa, es ist halt einfach nicht die Schwertholz, ne? Deswegen entweder bleibt ihr dran oder ihr schaltet jetzt weg. Ja, ja, jetzt, stopp. Ja. Okay. Und alle, die jetzt noch dranbleiben, viel Spaß bei dem Video. Ich hoffe, es wird halt trotzdem irgendwie unterhaltsam. Ich habe keine Ahnung. Ohne Mono und Alisa ist schon ein bisschen strange zu vloggen. Und ich finde es auch ein bisschen komisch, jetzt hier gerade alleine hier im Auto zu reden, zur Kamera und so. Aber mein Gott. So Leute, Amelie ist jetzt auch da. Beziehungsweise wir sind jetzt eigentlich schon in München angekommen. Wir haben die ganze Autofahrt nur geredet. Wir haben nicht mal Musik laufen gelassen, weil wir uns also schon länger nicht mehr gesehen haben. Deswegen haben wir uns richtig fett geupdatet und so. Auf jeden Fall sind wir jetzt da bei Höffner. Aber die müsste kurz Hallo sagen. Hallo! Genau, auf jeden Fall laufen wir jetzt rein. Es ist jetzt halt 18.50 Uhr, wir haben jetzt noch 10 Minuten, laufen jetzt zum Infopoint. Und dann geht's los und wir haben hohe Schuhe an. Und hier sind noch Menschen, die einkaufen, die denken sich, wir haben Schuss, die denken sich, wir gehen so einkaufen, ne? Wir stöckeln hier wie die Opfer entlang. Und ja, ich bin echt mal gespannt. Und ich hoffe, es wird cool Abend. Und ja, ich wünsche uns viel Spaß. So, Amelie und ich gehen jetzt erstmal auf Toilette. Und danach stürmen wir das Buffet und alles. Oh mein Gott, so aufregend. Ich hatte irgendwie die ganze Zeit Herzklopfen. Sind wir jetzt auch richtig? Ich weiß nicht. Da davon ist das Schild Toiletten. Vor allem, ich habe voll gezittert. Ich weiß gar nicht, was hier los ist irgendwie. Ich bin so ein Nervenbündel. Leute, ich zeige euch mal kurz die Kulisse hier. Also jetzt gibt's Essen. Ey, wie geil sieht das bitte aus, Leute? Oh mein Gott. So, Leute, wir essen gerade. Und gerade ist nie gekommen, hat sich hier hingehockt und wir haben mit ihr geredet. Und am Anfang dachte ich so, wir haben sie ja schon, also ich habe sie schon zweimal gesehen. Und als ich sie begrüßt habe, da war sie so richtig lässig und cool und sagt so, hi, schick siehst du aus. Und ich so, danke, du auch. Und ich dachte mir so, okay, die kann sich nicht an mich erinnern. Und dann kam sie gerade her, hat sich hingesetzt und meinte so, so sieht man sich wieder. Und ich so, Alter, wow. Dann haben wir so also ein bisschen mit ihr geredet und Mie ist schon echt ultra lieb und wohl.
umständlich und richtig nett angewachsen. Aber ich will nicht über Essen reden. Auf jeden Fall ist es richtig schön hier. Die Kulisse ist schön, das Wetter ist geil. Das Essen schmeckt auch gut. Und die Kochhilfe ist auch richtig lecker. Und so fühlen sich also die Schönen und die Reichen, wenn sie auf ihrer Dachterrasse den Champagner schlürfen. Ey. So fühlt sich also an. An dem wunderschönen Strandkorb sitzen, hinter uns die Aussicht über München. Nicht, wir sind ein bisschen außerhalb, aber. Party-Alarm! Wo habt ihr euch gesehen? Auf dem Tennis-Event. Wo Anna Maria Damm ihr Meet and Greet hatte. Ah, okay. Cool. Ja. Very nice, thank you. Wenn der weiter ist. Und abgedreht. Danke. Wir haben nur so getan, als ob wir alle rausgucken. Maracuja Saft, Ananassaft, ja. Grenadine, Limejuice. Genau, genau. Aber Cocktail-Workshop. Ein bisschen, wie viel von dir? Achso. Okay. So, von der Grenadine, dann ja. Machen wir immer eine zweite. Aber können wir immer mit dem Giga machen? Mhm. So, einfach auf den Giga. Okay. Ich schwenke jetzt die Kamera und dann haben wir hier. Ja, sehr gut. Ja. Ich wollte schon immer lernen, Caipirinha zu machen. Und jetzt habe ich mal gelernt. Ja, genau. Genau, was ich sagen wollte ist, und zwar wurde ich gerade erkannt. Ja, genau. Voll witzig. Ich habe ihren Kanal mit ihren beiden Freundinnen, mit einer Schwester und eine Freundin, genau. Entdeckt. Er hat mich gerade angesprochen. Und ich habe schon den ganzen Jahr mit überlegt, ist sie es oder ist sie es nicht? Und jetzt gerade eben habe ich kurz gefragt und ja, genau. Witzig. Ja, ich finde es lustig, wie immer durch. Axel. Genau. Mach auch auf YouTube so ein bisschen was. Echt? Ja. Aber auf Portugiesisch. Ja. Und auf Deutsch auch. Ja, zwei Kanäle quasi. Wie heißt du da? Auf dem deutschen Kanal Axel Munich. Genau. Und mach so alles Mögliche. Auch so Reisen, Lifestyle-Sachen. Genau. Alles Mögliche. Ja, also ich bin auch viel auf YouTube unterwegs. Wie klein die Welt eigentlich ist. Ja, total. Und ich habe noch überlegt, ist sie oder ist sie es nicht? Aber ich habe dein Gesicht erkannt. Ja. Aber ich finde es cool, eure Aktion. Ihr fahrt einfach los irgendwo hin und dann schlaft ihr im Auto, macht euch irgendwo am Rastplatz zurecht. Normale andere in irgendwelchen Hotels und ja, im Auto. Ja, genau. Oder einmal habt ihr ein Einerzimmer gebucht und musst ihr euch reinschmuggeln. Guckst du nämlich jedes Video oder so? Ich weiß auch nicht. Irgendwie ist es unterhaltsam, weil ihr halt echt so... Surreal sind. Ja, genau. Und halt irgendwie auch so cool, weil ihr einfach so... Losfahrt und dann, ohne Plan einfach los und dann sind wir vor der Situation. Genau. Aber immer, wenn ihr Ferien habt, quasi, oder wenn es passt. Ja, manchmal auch. Wenn Schule schwänzt noch. Ein paar Tage. Dann haben wir ärztliche Tests. Genau. Landet ja nur im Internet, der Vlog, ne? Ja, mein Gott. Kriegt keiner mit. Bei manchen Vlogs lassen wir das Datum weg, dann sieht man nicht, wann was war. Und dann kann uns keiner nachweisen. Ja, okay, aber cool. Macht weiter so. Der Kanal wächst bestimmt. Ja. Wie ihr seht, es ist mittlerweile dunkler geworden. Ja, okay. Okay, es ist gar nicht mal so dunkel. Was haben wir bisher so gemacht, Amelie? Wie fandest du es bisher? Sehr schön. Das Essen war mega lecker und alles total nett. Und die Atmosphäre ist gut. Und die Stimmung, die brodelt, ne? Wie man hier sieht. Da sind tanzende Menschen und sonst. Ist noch Luft nach oben da, aber wir rocken das schon noch. Wir shooten jetzt noch mit Mie, wenn sie wiederkommt. Wir haben sie noch gar nicht in der Kamera gezeigt, ne? Stimmt, ja. Wir sind hier auf der Party und haben noch nichts gezeigt, ne? Machen wir dann auf jeden Fall gleich noch. Okay, also ihr müsst alle viel länger zusammen. Wir brauchen schön kuscheln, schön kuscheln. Fühlt sich super seltsam an, sieht auf der Kamera dann toll aus. Alles nur für die Kamera. Okay. Ich renne nach unten. Alle kuscheln. Alle viel länger zusammen. Ja, also wir testen es einmal. 1, 2, 3. Haben alle die Augen offen gehabt? Ich nicht. Okay. Also nochmal bei 3 haben wir alle die Augen offen. Und Achtung. 1, 2, 3. Baby, I'm sorry. Genau, ich alle in die Rocke und auf 3 springen. Okay. Warte mal. Toll, der Club war super schön, dass wir alle da waren. Nochmal. Schon alle los. Ja, alle kreischen. Wenn ich fertig bin, okay. Was geht, geht. Genau. Wichtig ist einfach nochmal vielen Dank an Öffner für die Einladung. Ja. Weiter, ne, das kennen wir ja. Und dann sag, was du willst. Wenn du Spaß hattest, dann bring es zum Ausdruck. Okay. Moment. Und Action.
So, die Party neigt sich langsam dem Ende zu. Wir haben schon fleißig Bilder. Vielen, vielen, vielen Dank an Möbelhöfner für die Einladung und für das Event. Und ja, ich hoffe, ihr hattet alle Spaß, Freunde. Ja. Und wir sagen, ja. Okay, also es ist deine Minute angebrochen. Ach so, meine sag ich. Achso, ich heiße Simple Beauty, okay. Ich heiße Simple Beauty, nein, Schatz. Ich heiße Simple Beauty und mache auch YouTube und würde mich freuen, wenn ich abonnieren würdet. Ja, es wäre schon mal vorbei. Unsere 270 Abonnenten. Vielleicht ist ja was vorbei. Ach so, dann ist es kompliziert. Wir tanzen mit mir. Nur dieses eine Lied. Der beste DJ! Weil der beste Moment des Abends kommt, wo wir Schuhe ausziehen. Und wie fühlt es für dich an? Das ist der schönste Moment meines Lebens. Das war dein Highlight des Abends. Oh mein Gott. Wow. Alter, wie wir echt durchgehalten auf den hohen Schuhen. Krass. Sind wir krass, Leute, sind wir krass. Ach, Scheiße, jetzt geht das Ding nicht aus. Wow, oh, ist dieser Höhenunterschied. Puh, ich finde es sogar noch mehr, wenn man jetzt immer so draufsteht, ne, weißt du? Aber es fühlt sich nicht richtig komisch an, weil meine Fußballen nur wehtun. Wir sind, Leute, wir sind fix, alle. Ja, jetzt geht's gleich auf nach Hause. Ja, Leute, die Party neigt sich dem Ende. Ich schlafe im Auto und Marie muss durchhalten. Ja, Leute, wir schlafen nicht wirklich im Auto, sondern wir fahren ganz normal nach Hause. Ne? Aber Amelie, Penn und ich kämpfe mal wieder wie Katniss Everdeen bis nach Hause. Und ich zeige euch noch schnell die Goodie-Bag. Und zwar so eine Tasche mit einem Spruch, wo drauf steht: Jeder muss sehen, wo er bleibt. Ich bleibe zu Hause. Mein Essen. Und drin ist ein Bilderrahmen. Und ein Gutschein. Und ein Cocktailglas, meinst du, oder? Ja, ist drin. Da steht auf dem Beutel drauf. Alter, cool. Ihr guckt auch gut rein, gell? Ja. Geht doch noch auf Dorffest. Weiter, die Party hört doch nicht auf. Einfach nicht betrinken. Schön, dass du da warst. Hab dich lieb. Komm gut nach Hause, komm vorsichtig, gell? Schön, dass du auch da warst. Besser. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja. Ihr habt eine Goodie Bag, gell? Ja, gleich abgestaubt. Okay, perfekt. Ja, schön. Und ein Glas habe ich gehört. Ja. Und ein Gutschein. Echt? Ja, ich glaube schon. Weil ich im Herbst umziehe. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, mach's gut. Viel Spaß. Ciao. So, Leute, wir sitzen jetzt im Auto. Der Tag ist geschafft. Endlich, ja. Und wie fandest du es insgesamt jetzt? Ja, es war zwar echt anstrengend, auch mit den hohen Schuhen. Ja. Aber es war mega schön und alle waren total nett und Nie war auch total sympathisch. Die war echt, wow, wie immer halt, ey. Wir haben sie, also ich habe sie schon vorher zweimal getroffen. Ja, ich habe sie zum ersten Mal gesehen. Ich finde sie immer so sympathisch und lieb und nett und offen und keine Ahnung. Ja. Halt so echt. Einfach echt, ja? Ja. So wie es in den Videos ist, ist es halt auch im echten Leben, ja. Genau, ne? Genau, dann beenden wir jetzt den Vlog. Wir hoffen trotzdem, also halt, auch wenn Simone und Alisa nicht dabei waren, dass es euch gefallen hat. An der Stelle grüße ich Simone und Alisa. Normal würdet ihr jetzt da hinten sitzen. Genau. Was wollte ich sagen? Ja, genau. Also, dann beenden wir den Vlog und ciao. Tschüss.